Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute mache ich Ochsenschwanz vom Bœuf de Hohenlohe und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Ich bereite das Ganze wieder in meinem Brett dazu, aber man kann es natürlich auch wieder im Dutch Oven oder ähnlichen Gefäßen machen. Als allererstes heize ich erstmal den Grill vor und mache den Bretter drauf, dass er sich ein bisschen aufheizen kann. Um den Ochsenschwanz zu schmoren, brauchen wir natürlich Ochsenschwanz, dann etwas Rotwein. Ich habe hier noch ein bisschen Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer wie immer. Dann Zwiebeln, Karotten und Sellerie. Ich habe jetzt hier Staudensellerie, man kann natürlich auch Knollensellerie nehmen. Dann ein paar Gewürze wie Lorbeerblätter, Pfeffer oder Wacholder und etwas Tomatenmark. Als erstes schneide ich jetzt erstmal den Ochsenschwanz und hier ist ganz wichtig, man kann mit dem Messer schneiden, man muss den nicht hacken oder sowas. Dafür sucht man einfach immer die Zwischengelenke. Da merkt man dann, dass da weniger Widerstand ist. Bei mir ist das jetzt recht einfach, weil mein Metzger hat den schon vorgeschnitten. Aber normal geht man dann auch einfach mit dem Messer da zwischen den Gelenken und kann dann einfach runterschneiden. Hier kann man das jetzt ganz gut sehen. Man sucht hier einfach immer die Zwischengelenke und merkt dann, dass da kein Widerstand ist. Und dann kann man mit dem Messer ganz einfach das durchschneiden. Also somit muss man es nicht hacken oder sägen. Das ist eigentlich recht simpel. Das Ganze dann mit Salz und Pfeffer abwürzen. Und so kommt das Ganze jetzt in den Bräter und wird scharf angebraten. In der Zeit, wo der Ochsenschwanz anbrät, schneide ich das Gemüse klein. Zwischendrin immer mal wieder nach dem Ochsenschwanz schauen. Von der Größe sollte es ungefähr so aussehen, nicht größer als eine Walnuss, dann ist es eigentlich perfekt. Wenn der Ochsenschwanz dann eine schöne Farbe hat, runternehmen. Und erstmal zur Seite stellen. Dann das Gemüse in den Bretter. Die Gewürze dazugeben. Und das Ganze erstmal ein bisschen anbraten lassen, bis es leicht Farbe bekommt. Wie man sieht, hat das Gemüse jetzt schon schön Farbe bekommen.
Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr Farbe und ich warte, bis es leicht anfängt zu zerfallen und unten am Boden anhängt. Dann gebe ich das Tomatenmark dazu. Wenn das Ganze dann so aussieht, gebe ich das Tomatenmark dazu. Wenn das Ganze dann eine schöne dunkle Farbe hat und das Tomatenmark auch mit angeröstet ist, dann lösche ich das Ganze mit einem Rotwein ab. Lass das Ganze dann einreduzieren. Wenn das Ganze dann so eine pastenartige Konsistenz hat, dann lösche ich das Ganze nochmal ganz gern mit Sherry ab. Man kann es aber auch einfach nur mit Rotwein ablöschen. Jetzt reduziere ich alles wieder ein. Und das gleiche jetzt nochmal wieder mit Rotwein. Wenn das Ganze dann wieder soweit einreduziert ist, dann lege ich den Ochsenschwanz dazu. Und fülle das Ganze dann mit Wasser auf. Und dabei schauen, dass der Ochsenschwanz möglichst mit Wasser bedeckt ist. Dann den Deckel drauf machen. Den rechten Brenner mache ich jetzt aus. Man schiebt das Ganze ein bisschen weiter in die Mitte. Und schaue nach einer Stunde das erste Mal nach, wie es aussieht. Ich check das Ganze jetzt zum ersten Mal nach einer Stunde. Ich drehe den Ochsenschwanz jetzt einmal. Ich decke das Ganze wieder zu und schaue in einer Stunde nochmal danach. Nach nochmal eineinhalb Stunden sollte das Ganze jetzt fertig sein. Schauen wir das Ganze mal an. Hier sieht man auch schon, es fängt schon an vom Knochen zu fallen. Wenn das nicht der Fall ist, um es zu testen, dann drückt man einfach hier dagegen und dann merkt man schon, wenn es sehr weich ist oder dabei ist, vom Knochen zu rutschen, dann ist es auf jeden Fall fertig. Es hat jetzt insgesamt etwas länger wie 2,5 Stunden gedauert. Ich werde den Ochsenschwanz jetzt rausnehmen, die Soße dann abpassieren und noch ein bisschen einreduzieren und das Ganze dann abbinden. Ziehe ich den Ochsenschwanz einfach raus, die einzelnen Stücke, wirklich versuchen ohne Gemüse. Die Soße lasse ich jetzt noch mal ein bisschen kochen, dass sie ein bisschen einreduziert. In der Zeit hole ich den Ochsenschwanz hier von den Knochen runter. Das Ganze kann man natürlich ein bisschen abkühlen lassen, aber man sollte es machen, wenn es warm ist, weil wenn es abgekühlt ist, dann kriegt man es ganz schwer von den Knochen weg. Zum Pool immer gucken, dann einfach zwischen diesen Lamellen, diesen Knochenlamellen, das Fleisch rausziehen. Aber aufpassen, weil sowas wie dieses Fett hier, das möchte man nicht drin haben, weil das kann man später einfach nicht kauen. Die Soße dann auch runternehmen und abgießen in einen Topf. Das Ganze dann wieder auf dem Grill erhitzen
Ich mache das jetzt mal auf den Leichenbrenner. Schon mal ein bisschen abschmecken mit Salz und Pfeffer. Dann habe ich hier so einen Soßenbinder, mit dem binde ich die Soße jetzt ab. So, wenn das Ganze dann die ausreichende Dicke hat, dann nimmt man sich immer eine Portion von dem Ochsenschwanz und etwas Soße und vermischt das Ganze. Um das Ganze fertig zu machen, habe ich mir jetzt hier ein bisschen Soße und Fleisch in den Topf getan. Das ist jetzt nochmal wärmen. Da habe ich noch ein paar Spätzle und Kartoffelsalat von gestern übrig. So sieht das Ganze jetzt am Ende aus. Wenn dir das Video gefallen hat, wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Abonniere den Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.